ZDF at Bauhaus. Die Vereinigung von Schall und Rauch. Heute mit einer Band, die zu den bedeutendsten der deutschen Musikgeschichte zählt und das, obwohl sie kaum einer verstehen kann. Eine Band, die schon vor 40 Jahren auf der Bühne stand und das ist mit Verlaub verdammt lang her. Wechselnde Formationen, aber immer gleiches Ritual und vor allem der immer gleiche Frontmann, Wolfgang Niedekens Bab. Der Strömung im Wiesschiff, damit bis nach Holland, der Ried wo mir fest. Die Blätter sind alle um, wer die Ufer böhnt. Nix, was der Blick opelt, wenn man vom Meer träumt. Sitzer singen finster, Drusse ist kalt, 2-3 Grad. Ist nachschneidend, ganz bestimmt, auf jeden Fall. Wartet im Dietzig aufs Land. Will euer älter oder weiser Götrupp an. Jedenfalls steht fest, dass man da nichts dran machen kann. Endlich war die Jodja, endlich wird man dankbar sein. Wer sitzt schon im Wärme und laut ob der Ring? Eigentlich alles super, man weiß, wo man hingehört. All die Jahre schon, na klar. Eigenartig, damals noch immer spürt. Instinktiv, sonderbar. Und Pucke ist auch heilsam offenbar. Beispielsweise fällt Marcel mal auf sich selber hin. Da wärmt man sich schon so ab, scheint Riesen. Große Flüsterring vorbei, Richtung Rotterdam. Und dann endlich in die See. Und hier drin bäumt sich Oktober eine Mann, der wie wohl für den zu heben. Nur all deine Jahre,
mit deren große Wagen und trotzdem immer nach. Ja, weiß wohin will. Danke. Passiert.
Schließlich war der Herbst gekommen, 30 Stunden für der Tür. Und im endlos langen Sommer hat er mal an passiert. Von einem Kork, auf der durchleuchtet wird, von einem D-Zug, der durch Städte fährt, bis zu einer Fuschikatz und einem legendären grünen Klee. Vom Oleander, der wollte ständig blöd, und der Mord hat schon allein gehört, bis zu einem Kompass, der nicht funktioniert, ohne Stimmen, die durch Labyrinthe führt. Diese Beste, was ihm je passiert ist, da weiß ich ganz genau auf jeden Fall. Und so wie du siehst, wie der Trovador jetzt mit singem Schuss zusammen ein. Das ist nicht immer alles rundgelaufen. Zwei Jahrzehnte so auch zu viel verlangt. Doch Schwalbe kann man nicht für blöd verkaufen, ja sei Dank. Der Job geht Riebuch, geht er weg. Geht Leitplank und kein Garantie. Wenn auch nicht immer wusst, wo es lang geht, jetzt weiß er zu ja wie. Er weiß, er ist unvollständig ohne sie. Und da mir alle Laune zerbrechlich sind. Der Pech auf ins Pflücker je, wo dann die Dezig dem November moje, an dem die Uhr still steht. Und ich muss kann der Winter anfangen kommen, doch eins am anderen und auf keinen Fall. Muss man da drüber stürzen, eins ins Wete, mit singen Mängel hörsch, zusammen all. Es ist ganz wunderbar, jemanden da zu haben, der tatsächlich aus Jahrzehnten der deutschen Musikgeschichte berichten kann. Wo stehen wir denn gerade, Deutschland musikalisch gesehen? Also wir stehen gerade wieder mal an der Stelle, wo deutsch Gesungenes gerne genommen wird. Mhm. Das geht ja auch immer in so Wellenbewegungen. Irgendwann ist das das Abgesagteste überhaupt und dann ist es wieder hip und man muss sich halt treu bleiben, man muss sich durchhalten und dann ist man immer wieder ab und zu mal dabei, was Hippes zu machen und ab und zu ist man wieder abgesagt. Das ist halt so, damit muss man leben und wir leben da jetzt seit 38 Jahren mit. Wie bist du damit klargekommen in den Zeiten, wo die Welle gerade nach unten ging und es gerade mal nicht mehr so hip war? Das Schöne ist, dass wir das so nicht bemerkt haben vor lauter Spielen. Wir waren ja ewig auf Tour. Ja. Wir hatten immer unser Publikum. Und für unser Publikum war das egal, aber das ist halt medienmäßig ist das schon mal ein Thema, wo du dann plötzlich nirgendwo mehr stattfindest, weil du denkst, was ist denn los? Aha, die Welle ist gerade wieder unten. Bab heißt jetzt wieder Niedekens Bab. Ja. Hieß ja früher auch schon mal Wolfgang Niedekens Bab. Ja. Warum ist das so? Also wenn ich jetzt bei Adam und Eva anfange, was ich besser mal nicht tue. Mach doch, wir haben Zeit. Doch, ja. Der erste Plattenvertrag wurde mir angeboten. Und ich habe gesagt, ich will das aber mit der Band machen, die Bab heißt. Dann haben die das gemacht und wollten aber dann, dass Wolfgang Niedecken noch vor den Bandnamen kommt. Okay, dann haben wir das gemacht. Das haben wir dann 3 Alben lang durchgehalten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt könnten wir doch eigentlich dieses Wolfgang Niedecken mal wieder wegtun. Mhm. Und dann haben wir über ganz viele Jahre das Ding immer noch Bab heißen lassen. Und dann komischerweise kam es durch diesen Zufall, dass ich ein Soloalbum aufgenommen habe.
in den USA, in Woodstock, das dann natürlich Niedecken hieß. Ja, Niedecken zusammen alt. Nach diesem Album haben wir uns gerichtet, also praktisch dieses Album als Blaupause genommen für unser, jetzt sag mal in Neudeutsch, unser Unplugged-Programm, was ja dann doch nicht Unplugged genannt werden durfte. Mhm. Wir haben es dann Bab zieht den Stecker genannt. Dieses Programm haben wir auf die Blaupause hin meines Soloalbums gemacht. Und da das ja dann praktisch das Album zu meinem Soloalbum war, aber mit meiner angestammten Band, haben wir gesagt, okay, dann nennen wir das jetzt Niedeckensbab. Jetzt gibt es davon ein Live-Album, das nennen wir natürlich auch Niedeckensbab. Und dann haben wir uns irgendwann mal gesagt, wisst ihr was, das halten wir jetzt einfach mal bei, so wie es bei den ersten drei Alben waren, so wird es dann in Zukunft auch heißen. Wir haben nur diesen Wolfgang mal weggelassen, weil das dann doch zu lange wurde. Es gibt ja tatsächlich, steckt ja auch inhaltlich was dahinter, weil du bist ja im Gegensatz zu einer sehr, sehr, sehr wechselhaften Bandbesetzung tatsächlich das Kernstück, was immer, immer dazugezählt hat zu Bab. Die Leute denken immer, die Urbesetzung von Bab oder die Originalbesetzung wäre die Besetzung, wo sie gerade Bab wahrgenommen haben. Mhm. Und die meisten Leute haben natürlich Bab in den Anfangsjahren, ja, in den ersten Jahren unseres überregionalen Erfolgs wahrgenommen. Also 81, 82. Mhm. Da war das aber schon die so und so vielte Besetzung. Ist es denn eigentlich so, dass man, wenn man sagt, okay, wir verabschieden uns davon, dass wir immer eine feste Bandbesetzung haben, muss man sich dann auch von dieser romantischen Vorstellung verabschieden, dass eine Band eine große Familie ist, die durch dick und dünn geht? Du merkst das, wenn du heute Morgen zum Beispiel ins Frühstücksraum vom Hotel gehst. Früher haben wir alle an einzelnen Tischen gesessen, da war irgendwie... Wir haben am Tag genug zusammengehangen und wenn wir mal unsere Ruhe haben. Mittlerweile sitzen alle an einem Tisch. Mhm. Ja? Und das ist ein Erfolg. Das ist aber echt interessant. Also wenn ihr früher quasi auch Auszeiten brauchtet, kann man ja auch verstehen, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Aber was hat sich denn jetzt dann grundlegend verändert? Weil verbringt ja auf Tour genauso viel Zeit miteinander wie früher. Naja, das ist natürlich immer eine Entwicklung, ob alle mit der Musik einverstanden sind, wie sie gerade gemacht wird. Das ist immer auch eine Frage der Egos. Das ist schon so eine Band, das ist schon ein ziemlicher Kosmos, wo auch einiges mal sehr, sehr kontrovers diskutiert werden kann. Deswegen gehen ja die meisten Bands auch auseinander. Nee. Der eine oder andere von euch weiß wahrscheinlich, dass diese zu Ende gegangene Tournee eigentlich eine Reise, eine musikalische Weltreise war. Und diese Weltreise führt einen an die merkwürdigsten Schauplätze. Dieses Stück hier, das habe ich zwar in Patagonien, also ganz unten in Argentinien geschrieben, aber es handelt eigentlich von einer weitaus kleineren Reise, nämlich der Reise vom Kölner Klotwig-Eck bis nach Sandfort, weil es da, wenn wir nach der letzten Runde uns auf den Weg gemacht haben, am Strand schlafen konnten und am nächsten Morgen Kroketten frühstrecken konnten. Und das war unfassbar romantisch. Wir konnten Kroketten frühstücken, das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Das Bad hoch wie die Wies, wow, füllt es sich wie ein Wrack. Der Typ, der im Spiel sieht, ist letzte Nacht Steg um Versack. Ohne Grund, wo es ihm nicht wohl, meldet sich ab und so einfach der Blut. Sing Frau Laura dem Elfenbett und die Pants sind halt langsam hoch. In einem Game Show, ob RTL oder Sat 1, ein paar Gläser Wein. Bis irgendwann ob Frankie kommt, wo macht er A für Dritte jetzt Sinn?
Frankie und er, da war die Zick, in der selten nur jet angebrannt. Konventionen und Spießerkram und Vernunft einfach uninteressant. Frankie und er, wenn drauf ankommt, nur der letzte Rund, noch bis an Meer. Brotkrokette zum Frühstück, ja, bis noch Sandfahrt, bis an das Meer. Frankie und er, bis an das Meer. Und dann komm noch zur Geisterstunde, wo man titelt, der Ruhrhalle Film. Elia Kazan mit James Dean, der mindestens 10 Mal gesehen. Diesmal nicht bloß keine Nostalgie, trotzdem fehlt sie der Vater im End. Singe so noch, was war er wohl selbst, für den Vater, für sind der Klee. Frankie und er, wenn's rum ankommt, nur der letzte Rund, noch bis am Meer. Brotkrokette zum Frühstück, ja, bis nach Sandfahrt, bis an das Meer. Frankie und er, bis an das Meer. Und im Mond wie ein Tequila-Zitron. Schönen Zimmer, er blieb gut stand, meine Frau, so kann es ja. Und ein Clip mit dem Transit, neben Zeitraffer. Und zwar Freunde und ein Mensch, nimm sie und einen, der nicht geschlafen. Frankie und er, wenn drum ankommt, nur der letzte Mond, noch bis an Meer. Brotkrokette zum Frühstück, ja, bis nach Sandfall, bis an Meer. Frank und er,
could feel that ich mein hat jet killed. Und hat sich irgendjemand in mich verirrt. Hier war ich nicht ins Laut, manchmal klärt das Vertrauen. Zahlung sind, da man direkt durchschaut. Mal wird wach, rief die Ohren und sie. In einem Bild zwischen Bräumel und Bosch. Hey, Mensch, denn sie redet jetzt. War nicht wahr, nur hab so viel Kost. Wird ruhig noch Kristallnacht. In der Ruhe, fünf Stunden des Tages. Ganz kam heimlich, verlässt werd ich stark. Ohne Ration, inkognito, hast denn vorbei. Offiziell sind die nicht hier dabei. Die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heilalali und grenzenlos geil, nur Vergeltung wohl zitternd für Neid. In der Stück, im Strom schwimmen, wie es sich hört. Wenn die schwule Verbrecher sind Ausländer, Aussatz im Bruchenwehr, also verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zau, will man sich dort machen. Der bis höchstens ein zähender Schrie. Und verladen, verlässt sich jedem nach unten. In der Kirche mit der Franz Kafkauer und ich sehe mit Strichel und nur diesen Blinden im Tauben schon Peter für hing an dreifach verriegelter Tür und der Wächter mit dem Schlüsselbund hält sich im Ernst für jetzt wie ein Genie. Köche in Klaustrophobie in der Kristallnacht. Währenddessen am Marktplatz flieh und maskiert hoch mit dem Boris ich sammelt stehen, schliebet Mess auf die Tisch und vom Bett spuckt der Lynchmob mit Jüngste ihr Licht. Uns im Laden auf flüchtig verteilt. Tiger leeren schon längst um ein Dampf. Wie dem Hammer aufs Klammer die Wahl. Ob der Schrott aus dem ungleichen Campus der Kristallnacht. In barbarischer Gier noch Prophet, Hosianna und Kreuz sich den Röhm. Wenn man jede Form darin sieht, ist echt nicht Kristallnacht. Thank you.
Dankeschön. Ulrich Rode, Hannes Sass und Panel Steel natürlich. Ulrich Rode. Früher war man als Albumband, hatte man ein gewisses Standing, weil die Leute auch ein Album von vorne bis hinten gehört haben und auch eine Dramaturgie erkannt haben. Nach meiner Auffassung ist es immer mehr Single-lastig geworden, Hit-lastiger geworden, auch weil durch MP3, Spotify und so weiter die Leute sich ihre Songs einzeln zusammenstellen können. Ist das jetzt für dich eher förderlich oder sagst du, ist mir inzwischen auch egal? Die Radiolandschaft, die ganze Medienlandschaft hat sich komplett verändert. Also wir können jetzt nicht so tun, als würden wir in den gleichen Fluss springen wie vor 30 Jahren. Da ist ganz, ganz viel anders. Unser großes Plus ist natürlich, dass wir eine Liveband mit einem guten Ruf sind. Mhm. Da kann uns keiner mit Spotify oder mit irgendwas kommen. Wir müssen schon wirklich auf der Bühne stehen. Da wird nichts, da gibt es keinen Weg drumherum. Mhm. Und davon leben wir übrigens auch. Wie kann man der Falle entgehen, dass man älter wird beim Musik machen und irgendwann nicht mehr merkt, wann es peinlich wird? Der Falle kann man wunderbar entgehen, wenn man 4 Kinder hat, die einen darauf aufmerksam machen. Mhm. Was sagen die denn? Also ich habe einmal auf dem Album ein Stück abgeliefert, das für einen Moment, das Stück für einen Moment. Und das war dermaßen an den Zeitgeist rangeschmissen, dass meine Söhne, von denen ich annehme, dass sie so alt sind wie du, dass die mir gesagt haben, Vater, da bist du doch gar nicht, was hast du denn da gemacht? Und den Satz will ich zum Beispiel nie wieder hören. Mhm. Da, aber ansonsten stehen die schon dahinter. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Tour bist, sagen die nicht auch, Papa ist reich. Nein, nein, die würden, also meine Töchter wie meine Söhne würden mich schon ermahnen, lass das mal lieber. Das ist ja das Problem, was, also ich meine, du bist ja auch Stones-Fan. Die Stones sind ein ewiges Hin und Her. Da gibt, die haben, füllen immer noch die Stadien auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden die von Presse, aber auch von vielen ehemaligen Fans, also quasi niedergeschrieben, weil man sagt, oh Mann, Leute, es reicht doch mal langsam. Ja, es gibt die und die. Also es gibt die Leute, die sagen, ich will nicht zum 10.000. Mal das Big Hits-Programm von Stones sehen. Zu denen gehöre ich übrigens. Ich könnte wunderbare Setlisten zusammenstellen als Wunschprogramm, aber das machen sie halt nicht. Wenn ich mir wünschen könnte, hätte ich lieber was anderes. Und dann würde wahrscheinlich auch diese Kritik verstummen. Wenn, wieso sollen die Stones nicht wie B.B. King oder die großen Blueshelden irgendwann mal auch auf der Bühne sitzen? Warum denn nicht? Ich habe entfernt und trotzdem.
trotzdem hier. Sieht sich wie sie kuschelt, brave Tochter, trautes Heim. Du schnippst vorartig Schrimpfriss, bist du Platz, dann flieh ich stehen. Yeah, ihr Mörder, die als Biedermann getarnt, damit Mario das Kind. Und schon wieder weht, verrückte sie in Hand von denen, die so normal sind. Nur für Lisa, die verstörte ihr damit, die sich von Helie für ein Missverstanden fühlt. Für Madonna, die in der Folterkammer lebt, ist Lichter entfernt und trotzdem hier. Und trotzdem hier. Trotzdem. Danke. Dankeschön. Und manche Stücke kamen ganz, ganz unverhofft in das Tourprogramm, als die Tour schon lange lief. Beispielsweise dieses Stück kam in Zürich ins Programm, beziehungsweise eine Begebenheit aus Zürich führte dazu, dass sie ins Programm kam, denn es fühlte sich ein Herr genötigt, während einer ganz, ganz heiligen Sequenz des Konzerts, ganz am Ende des Konzerts, einen gewissen Frauennamen mit vier Buchstaben dazwischen zu brüllen. Okay, haben wir gedacht, damit das nicht noch öfter passiert, dann spielen wir die Nummer halt. Wir haben eine neue Version davon, und das ist es, Frauenname mit vier Buchstaben. Du bist ganz für mich da, so wie ein Mann für der Panz, weil der Löwin sind das. Dann gehst du die Chance, du bist bäuerlich selbstsüchtig, wie ein Kleinkind, jenem Lotsing vom als Tod, das Salzbergschwerk sind. Bist du ne Knieskopf, Dienstag schmießt du mit Geld, Mittwochs Messe ausschließlich, was mir gefällt. Fridas ist der gepflegt, Sabbat arbeitst du nie, doch Spaß ist Power fürs Unters. Anna Marie, Anna, Anna, dreh dich nicht um. Anna, Anna, dreh dich nicht um. Du hast mich gründlich bedient mit ihrer Schizophrenie, der mich wie hin und her. Ich packe nicht mehr vor den Austausch, Gesichter hast du zu viel. Du machst mich bestürzt, lass mich aus dem Spiel. Thank you.
Rassismus, bis in komische Frau. Digga Janus Kopf Stigma, das weißt du genau. Du willst Priesterin, Hexe, Torero und Stier. Nur wenn du ja nicht mit durchblickst, dann küsst du zu mir. Dankeschön. Diese Frage stelle ich allen unseren Künstlern, die wir hier haben, und die meisten beantworten sie mit, sagen wir mal, die Hälfte ungefähr beantworten sie mit, oh, ist mir eigentlich egal, ich bin vor allem Künstler. Wie politisch muss ein Künstler sein? Also ich denke, ein Künstler muss so politisch sein, wie er in seinem normalen Leben auch ist. Wenn ein politisches Thema auftaucht, was ihn umtreibt, wo er tagelang, nächtelang drüber nachdenkt, wo er womöglich nicht einschlafen kann, dann scheint das ein Argument dafür zu sein, dass er sich mit diesem Problem auch mal künstlerisch befasst. Und wenn mir was nicht aus dem Kopf geht, dann befasse ich mich damit künstlerisch. Ich kann das gar nicht anders. Als ich zum ersten Mal in Ruanda war oder in Norduganda und habe das Elend da gesehen, was den Kindersoldaten passiert, das hat mich so verfolgt in den nächsten Monaten und eigentlich auch in den nächsten Jahren, dass da einfach was raus musste. Mhm. Ja, ja. Ja. Okay, kommen wir wieder zurück zu eurer Band. Es ist eine triviale Frage, aber Bab und die kölsche Spruch gehören natürlich zusammen. Was lachst du denn jetzt? Schön, Spruch. Heißt das nicht so? Ja, ist das richtig? Die kölsche Spruch. Kölsche Spruch. Ja. Tut mir leid, damit kommen wir zum Kern meiner Frage. Hast du es jemals bereut, dass der Großteil der Menschen gar nicht versteht, was ihr eigentlich singt? Ab und zu denke ich, es wäre vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man das Ganze auch Hochdeutsch stattfinden ließe. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich Kölsch denke. Vielleicht mittlerweile nicht mehr so, aber in den ersten Jahren auf jeden Fall. Und dass uns das auch unterscheidbar macht. Also wenn wir möglicherweise auf Englisch singen würden, wäre es sowieso schon lange gegessen. Aber selbst wenn wir auf Hochdeutsch singen würden, glaube ich, dass irgendwo ein gewisser Charme würde verloren gehen. Und ich denke wirklich nicht mehr daran, wenn wir heute Abend hier im Bauhaus spielen, dass ich meine Muttersprache singe. Mhm. Ich habe in meiner Muttersprache kein Problem, hätte eher ein Problem mit meinem Vaterland. Bob Dylan hat in seiner Autobiografie Chronicles einen wunderschönen Satz zum Thema Songs geschrieben, was Songs eigentlich sind. Er hat geschrieben, Songs sind wie Träume, die man wahrzumachen versucht. Sie sind wie fremde Länder, die man bereist. Ich hätte dem nichts hinzuzufügen. Kennt die Phase, in der man sich freut, wo der Sinn wohl Sinn macht, der man manchmal sucht, wo man ratlos, hoffnungslos, paralysiert, hinnimmt, was passiert. Bis aus dem Orbit für Clay-Läden-Melodie. Obtaucht
sich verhockt, die tröstet irgendwie. Jetzt und nicht mit dem, wo mein Rad dran liegt, allerhöchste Zeit. Songs in Räumen, manchmal Träumen, Déjà-vus von jetzt, was noch war, wieder soll. Songs in Länder, fremde Länder, wo man immer schon hin wollte. Der Sprung hilft. Nur ein Wort mit Ton, der Russ schreit, was man will. Der Refrain, der wie ein Feuerwerk sind kann. Dann und wann. Storys über Sehnsucht, Angst und Einsamkeit. Über Schweiß und Tränen, über Freude und Leid, über Lob und Liebe, ob der erste Blick, Pech und Glück. Songs in Träume, manchmal Träume, Déjà-vus von jetzt, was noch war, wieder soll. Songs in Länder, fremde Länder, wo man immer schon hin wollte. Vielen Dank. Thank you.
Samstagabend. Und so schlimm über dem Hafen spielt einer Klavier. Dose rennt, Mama schläft zwischen Salzgebäck und Bier. Lotto zahle, wieder nix, war zum Sonntag, Tagesschau. Papa lädt lang im Bett, noch der Sportschau, noch blau. Und der FC so niemals Meister WZ. Und überhaupt, er will sein Raum. Samstagnacht, was soll du noch ein Spätfilm im Programm? Hör ich jetzt mit dem Spion, der du schmure, lore kann.
16 hieß ich, komm aus Kalk. 15 bin ich noch das Jahr. Du denkst bestimmt, ich hätte einen Knall, klar. Wieso träume ich euch noch? Ihr seid, ihr habt keinen Jobs mehr frei. Längst komplett, ich würde nicht gewollt. Doch scheiße, Mann, ich wär so jeden dabei. Ich hätte gedacht, dass ihr verstorbt. Sag hier, der Apfel renn ich nie vorbei. An den gefährlichen Instrumenten. Ulrich Rudel. Perkussion und Schlagzeug, Sönke Reich. Alles, was mit Bass zusammenhängt, Werner Kopal. Unser Pianist, Michael Nass. Und last not least, Anne Fatima de Wolf. Bitteschön. Es war uns ein Fest. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.